Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Was ist überhaupt ein Influencer, frage ich mich die ganze Zeit. Und die Antwort, ja, die kann ich euch auf einer dieser 7 Brücken, über die ich gehe, gerne sagen. Wir sind hier jetzt auf der A in Münster. Das ist renaturiert worden und es ist wirklich paradiesisch. Wenn ihr einmal Lothar Matthäus googelt, ja, dann könnt ihr feststellen, dass Lothar Matthäus von einem gewissen Rechtsanwalt namens Marc Rössler von CMG Worldwide vertreten wird. Das ist der sogenannte Anwalt der Toten. Er hat auch ein paar lebende Klienten und einer davon ist Lothar Matthäus. Ich werde diese Info auch an Herrn Matthäus schicken, denn ich bin wirklich vom Hocker gefallen, als ich gelesen habe, dass gerade ausgerechnet unser Weltmeister Lothar Matthäus von diesem kriminellen Rechtsanwalt in Amerika betreut bzw. vertreten wird. Es ist unfassbar, denn ich habe von diesem Herrn Marc Rössler damals in Los Angeles eine 100 Millionen Dollar Klage von seinem CMG Worldwide in Indianapolis erhalten. Und ich habe nachgewiesen, dass dieser Kerl ein Betrüger war. Der hat sich dazu getan, hat das Estate of Marilyn Monroe als Backup für eine riesengroße Schweinerei, einen Betrug. Wirklich einen 100 Millionen Dollar Betrug. Die wären für 12 Jahre um die Welt getingelt. Die wären auch nach Deutschland gekommen und hätten eure Kohle geklaut, beziehungsweise die Kohle von den Leuten, die sich für Marilyn Monroe interessieren. Ich habe wegen Marc Rössler mein ganzes Vermögen verloren. Es kann sich keiner vorstellen, was ich in Amerika geschafft habe mit meiner damaligen Verlobten Jennifer Dickinson. Ja, ihr könnt da im Internet noch ein bisschen drüber rausfinden. Und jetzt sitze ich hier in Münster, das 14. Jahr, und werde von der Justiz Münster komplett verarscht. Es gibt da einen Richter namens Benjamin Kühnert. Der hat viermal im Namen des Volkes mich schuldig gesprochen. Und ich habe jedes Mal gewonnen. Ich bin dagegen vorgegangen, Landgericht. Er hat zweimal auch selbst zurückgezogen, weil ich bewiesen habe, dass ich recht hatte. Also ich bin kein juristischer Laie, ich bin kein Anwalt. Aber das ist ja der Trick, wie die das machen. Ich habe Anwälte und dann kurz vor der Verhandlung sagen die einfach ab. Legen einfach das Mandat nieder. Und Philipp Hagemann ist ein Rechtsanwalt. Sein Kollege Florian Exner, der ist auch Fußballschiedsrichter, pfeift auch jetzt die Bundesliga, schlimm genug. Und der hat mich sowas von beschissen, beide haben mich beschissen. Er saß in meiner Verhandlung, meiner Berufung gegen 3 Lügner, die im Haus behauptet haben, ich hätte sie beleidigt. Das war ja der Kündigungsgrund. Das war ja der ganze Trick vom Bauverein Kettler. Es ist hochinteressant, was hier in Münster abgegangen ist. Es ist eigentlich unfassbar, wenn du das in einen Film reintust, dann werden die Leute sagen, ja, niemals, das ist ja alles, an den Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen war es nicht. Es war so offensichtlich, dass es wirklich hochinteressant ist für einen Investigativjournalist, so was sich in Amerika geschafft hat. Ich war dreimal in der Los Angeles Times. Könnt ihr googeln, Marilyn Monroe, Marc Bellinghaus, könnt ihr finden. Ich will auch nicht angeben. Diese Influencer-Sache ist nichts anderes als eine Aufarbeitung meiner Kindesmissbrauchserfahrung. Ich will mich auch nicht wichtig tun. Ich verdiene keine Kohle damit, noch nicht. Und ja, ich habe das vor, meine ganzen Talente als Künstler, als Schauspieler, als Mensch einzubringen und vielleicht dem einen oder anderen zu helfen. Und das habe ich schon. Ich habe so viele wunderbare E-Mails von Leuten bekommen, denen das Gleiche oder Ähnliches passiert ist als Kind. Missbrauch in der Kirche. Und es ist immer noch so ein starkes Thema. Sehr, sehr belastend. Darauf will ich jetzt auch gar nicht per se eingehen, sondern es geht hier um den Justizskandal Münster. Es gab einen Fall, den könnt ihr auch googeln, das war der Fall Gustl Mollat.
da wurde ein komplett normaler Mensch 7 Jahre in die Klapse gesteckt, weil seine Frau behauptet hat, der hat mich geschlagen. Von da an, durch eine einfache Lüge, ging diese ganze Scheiße los. Das Leben von dem Mann ist zerstört, wenn ihr das googelt. Ist ein hochinteressanter Fall. Und da hat die Justiz Münster meine Halbschwester Patricia B. abgeschrieben. Ich wurde als Kind, bin ich durch die Hölle gegangen, Leute. Ich bin erstmals in der Familie von meiner Halbschwester missbraucht worden mit 6 Jahren. Das habe ich auch noch nie vor der Kamera oder sonst wem gesagt. Ich habe es dem Weißen Ring gesagt, nachdem ich überfallen worden bin, 2017. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie sah. Weiße Ring-Mitarbeiter zu mir sagte, ich schwöre, dieser Kerl, ich habe das auch dem Weißen Ring gemeldet, die haben nichts gemacht, hat gesagt, ja, das hat ihnen doch bestimmt Spaß gemacht, oder? Das war ein Trauma. Das war meine Halbschwester und die ist 4 Jahre älter als ich und die war 10 schon. Ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist, ich bin auch nicht wie diese anderen Missbrauchsopfer, die dann in Details gehen und das erzählen. Und das ist exhibitionistisch und ich finde das widerlich. Zum Beispiel ein Herr Detlef Zander. Ich habe da auch Videos drüber gemacht, dass er bei mir Trigger hervorgerufen hat und hat, oh, da ist eine wunderschöne Libelle. Das bringt Glück. Ja, also ich will jetzt hier nicht so viel quasseln, aber ich gehe das jetzt an. Stichwort SPD. Ein Ratsherr namens Philipp Hagemann, der mich vorsätzlich auf die Straße gesetzt hat. Es war mein Anwalt und er hat der Gegenseite geholfen, nachweislich. Und dafür verdient er wirklich eine Strafe. Dafür verdient diese ganze Justiz eine Strafe. Weil Ulrich Schambert, der Präsident des Landgerichts Münster, ist ein Sozi. Ein SPDler, ganz offen, ein Schanti auch, der singt auch gerne und er verarscht mich. Zusammen mit Jens Frobel, dem leitenden Oberstaatsanwalt von Münster und Dr. Jürgen Grobel, Direktor des Amtsgerichts. Aber das habe ich schon in vielen anderen Videos erklärt und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man obdachlos gemacht wird. Durch Lügen. Und wenn 10 Leute an einem Morgen am 7.7. Vor 2 Jahren, 22, in deine Wohnung kommen, du kannst noch nicht mehr aufs Klo gehen. Die wollen dich eigentlich in die Klapse einweisen. Ich habe aber nichts gemacht. Ich war absolut, habe da mitgemacht und bin von meinem Nachbarn, dem Freund meiner Mutter, Herbert Walter, aufgefangen worden. Ich bin seitdem in Trance, in Schock. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in Deutschland auf die Straße gesetzt wird. Ja? Und deswegen mache ich das nicht weiter mit, was hier abgeht. Und vor allem durch die SPD. Die SPD weiß, warum sie das macht. Ich habe es von vornherein Hagemann und Exner gesagt. Wenn ihr mich nehmen wollt, ihr wisst genau, wer ich bin, von wem ich abstamme. Ich kann nichts dafür. Also bitte helft mir, gebt mir eine Chance. Die haben es gemacht und die haben mich komplett, komplett kriminell fertig gemacht. Aber darüber noch mehr. Ich hoffe, ihr glaubt mir und ihr habt weiter Interesse, weil es ist ein menschliches Schicksal. Ein Schicksal eines Menschen. Ich bin ein Mensch. Ich kann nichts für meine Abstammung. Ich schwöre. Okay, peace out.